Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 30 von City Skylines. Ja, letztes Mal haben wir geschaut, dass wir hier hinten irgendwie einen Kreisverkehr hingeben, weil der Verkehr so hoch war. Machen wir hier nochmal auf. Verkehrsfluss war da. Aber so richtig haben wir da auch keine Lösung gesehen. Müssen wir laufen. Ich hätte an eine Einbahnstraße gedacht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. So gibt es keine Einbahnstraßen für so großen Straßen. Höchstens Autobahnen, die haben Einbahnstraßen. Oder was ist das jetzt hier? Geht nicht. Wo war Upgrade? Straße verbessern. Haben wir schon, ja. So. Jetzt drehen sie alle. Und fahren alle andere Richtung. Ist aber irgendwie falsch rum wahrscheinlich gelaufen. Ach so, wegen der Ampel fahren die dann nicht. Ja, sieht irgendwie doof aus, ne? Ja. Kann man das sogar zurückbauen, aha. Ja. Das ist die Frage, was hier Sinn macht. Das so lassen? Glaube nicht. Ich baue das wieder zurück. So. Nochmal hier reingeguckt. Der Bereich ist grün, jetzt haben wir hier einen roten Bereich. Schwierig, ne? Können wir upgraden? Das ist die Frage hier noch rüber. So. Sind zwar ein paar Häuser weggegangen, aber vielleicht wird es dadurch auch besser. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich so. Ist aber jetzt auch nicht besser geworden dadurch, ne? Hier in dem Bereich. Super grün. Obwohl, knallerrot ist es jetzt hier nicht mehr. Stellt sich die Frage, ob wir hier nicht besser noch eine Straße upgraden. Komm, machen wir. Zack. Geht gar nicht. Ich fahre jetzt gerade da alle hin. Ach so, weil das der Bahnhof ist. Deswegen geht das nicht. Okay, und staut sich alles hier super hin. Okay, dann haben wir jetzt hier das Nadelöhr. Und das ist der Bahnhof, ne? Hm. Gut. Müssen wir dran arbeiten dann noch. Ja. Das bedeutet für mich jetzt so ein bisschen so, wir reißen mal was weg und bauen dann doch eine vierspurige dahin, ne? Wie kriegen wir das nur hin? Es fährt sowieso in die Richtung keiner, ne? Vielleicht sollte man davor noch was erledigen. Ja, wegreißen. Wegreißen ist gut. Dieses Haus reißen wir weg. Machen das auch weg. Und zaubern an der Straße mal hin. Gucken, ob das geht. Äh,
Diese Straße soll da lang gehen. Komm, zack. Ja, jetzt sieht's gut aus, oder? Nochmal hier. Hier ist das Verkehrsaufkommen dadurch jetzt schlechter. Und da auch. Ja, irgendwie kriegt man das nicht in den Griff, ne? Ja, das heißt, wir müssen diese Kreuzung hier wegmachen. In einer der Straßen wegmachen. Das heißt, hier geht's los. Und wie, weiß ich auch noch nicht. So, jetzt haben wir Ruhe. Jetzt fahren die alle da lang und da lang. Hier gibt es einen schönen Rückstau. Das war also auch nicht so klug hier. Machen wir auch weg. Das machen wir auch weg. Machen wir alles weg gerade. Nee, das soll da weg. So, jetzt haben wir es geschafft. Und dann Straßen und vierspurig. Gut, dann reißen wir gerade die ganze Straße da auch noch weg. Und gucken, ob wir es dann hinkriegen, ne? So, jetzt die vierspurige, bitte schön dahin. Fährt da auch einer rein? Nein, ne? Doch, da fahren welche rein und raus. Dann funktioniert das. Okay. So, dann müssen wir hier noch diese Häuser abreißen. Schnellstens gucken, dass wir das auch noch wegkriegen. Auch geklappt. Straßenwerkzeug raus und jetzt baut da wieder einer, obwohl ich eben gesagt habe, da soll keiner bauen, ne? Hol den Bagger raus. So, jetzt hat's glaube ich geschlappt. Und jetzt hat's auch mit der Straße geklappt. So, und dann können wir jetzt wieder den Kommerz einziehen lassen. Gut. Industrie können wir dann da auch noch hinzaubern. Okay, und wie sieht's jetzt aus? Ja, diese Stelle ist jetzt besser geworden, dafür die da schlechter. Gucken, dass der Verkehr sich irgendwann da verbessert. Na, der
Auswärtiger Verkehr ist das Problem. Ja, müssen wir genau mal gucken, ne? Schauen, wie wir das hinkriegen. Weiß ich auch noch nicht. Müssen wir wohl auch umbauen. Gut, jetzt wollten wir aber hier noch weiter durch die anderen gucken. Wie es mit Lärmbelästigung ist, klar. Ist natürlich dort am meisten, wo Industrie auch ist. Ja, gut. Autobahn macht Krach, Eisenbahn macht Krach, Industriegebiete machen Krach. Dann haben wir hier, was war das, Feuerwehr? Ja, Feuersicherheit. Gibt's Bereiche, da ist ganz schlecht. Hier zum Beispiel. Hier sind Feuerwachen genug. Tja, da hinten sind welche, da. Da ist auch eine. Hier fehlt es irgendwie an der Feuerwache. Vielleicht zaubern wir noch eine dazwischen. So, jetzt sieht das auch besser aus. Okay. Und dann gehen wir auf Crime. Kriminalitätsrate ist relativ niedrig wohl. Alles prima in dem Bereich. Noch. Personenbeförderung, haben wir U-Bahn, die da fahren, Eisenbahn und Busse natürlich. Macht einen ganz guten Eindruck eigentlich. Sieht gut aus, oder? So, Bevölkerung. Ja, Erwachsene, hauptsächlich Familien, hauptsächlich Senioren. Spielt das eine Rolle? Ich glaube erstmal hier nicht, ne? Ausgehende Verbindungen. Ah ja, da haben wir jetzt hier die Industrie, wo wir sehen können, dass sie was verkauft. Hier Ölprodukte. Was ist das denn jetzt hier? Fischstäbchen gehen da raus. Und diese hier. Strumpfreich. Okay. Da müssen wir schon wieder was abreißen. Hier ist Holzindustrie, die exportiert. Und hier sind gemischt. Ja. Der Zug ist der... Ah ne, der ist weiß. Die LKWs sieht man, welche wofür transportieren. Ah, okay, es wird da auch hingebracht. Ja, dann funktioniert das ja wahrscheinlich auch. Exportieren. Ach, das war gerade importieren. Der Zug fuhr gerade weg. Wo der jetzt hinfährt. Ah, ne, der fährt hier hin. Die exportieren alle Waren. Und hier auch noch. Gut. Und Tourismus haben wir sogar auch ein paar Stellen. Interessant. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Was ist das für ein Gebäude? Okay. Keine Ahnung, wie das mit Tourismus hier ist. Haben wir. Bodenrichtwerte, wie teuer die Grundstücke sind. Dahin müssen sie eigentlich ganz billig sein hier. Hier sind sie teurer. Da sind sie wohl am teuersten. Aber hält sich alles im Rahmen, ne? Dann haben wir hier Naturrohstoffe. Das meiste ist Wald. Und hier oben ist Landwirtschaft. Da müssen wir mal gucken, dass wir da Landwirtschaft noch weiter etablieren, ne? Ja, müssen wir gucken. Hier dahin. Da müssen wir uns auch erweitern, um landwirtschaftliche Sachen zu machen. Was haben wir dann hier noch? Stadtviertel. Ja, da müssen wir noch ein paar anlegen, wa? Und das letzte ist Freizeit. Oh, Freizeit gibt es viele Bereiche, wo schlecht ist. Mehr Parks werden gefordert, ne? Hm.
Der ist ziemlich groß. Da freuen die sich schon mal. Ja, da werden sie auch grün. Dann müsste hier noch einer hin. Entschuldigung. Das kam jetzt ganz plötzlich, der Husten. Konnte ich gar nicht bremsen. Noch ein Park dahin. Hier kann auch noch einer hin. Hier sieht es irgendwie auch parkmäßig schlecht aus, ne? So ist besser. Und da wird's gehen. Aber da müssten wir was abreißen. So. Besser. Da ist auch besser dann. Dann machen wir da auch noch einen Park hin, dann freuen die Industrieleute sich auch alle. Und dann machen wir auch noch einen hin. Arbeiterdenkmäler und so, ne? Da noch was. So, da haben wir auch noch einen. Da geht es sogar mittlerweile schon weiter, aber... Machen wir da noch einen hin. Und wenn wir schon dabei sind, da hinten auch noch einen. So, parkmäßig ist es besser geworden. Da haben wir auch noch einen, das ist schon super, ha? Hier wird es auch irgendwie nicht besser mit den Parkgelegenheiten. Ein Haus abgerissen, die fanden das nicht so gut, aber die drumherum finden das mit dem Park dann auch besser. So, haben wir. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll es für die Folge erst wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.